Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit RS Filmo. Und zwar eine Thematik, die ihr euch alle mehrfach gewünscht habt. Ich finde die Thematik gar nicht so spektakulär. Aber wir können mal wieder handwerklich ein bisschen was zeigen, dass man auch wirklich mit wenig Aufwand coole Sachen bauen kann. Und zusätzlich ein bisschen auf die Technik eingehen. Und zwar, es geht nämlich um das Thema elektrische Servolenkung. Warum elektrische Servolenkung? Also als erstes, es geht um dieses Objekt der Begierde hier. Feinste Opel-Ware. Kein Spaß. Opel Astra, Servopumpe, sind eigentlich bekannt dafür, dass... Das ist kein Spaß, wirklich Opel. Das ist wirklich Opel-Teil, ist jetzt Opel, Limogos Opel. Genau, Opel-Pumpe. Laufen leider immer aus, das ist auch das Problem bei den Pumpen. Werden wir noch nicht. Gibt es bei eBay, ich glaube für 300 Euro, 250 Euro, revidiert, neu zu kaufen, fertig. Warum elektrische Servopumpe? Relativ einfach. Bei diesem Fahrzeug sitzt normalerweise die originale Servopumpe hier. Hier drin auf den drei Schrauben. Punkt Nummer 1 wäre, passt sie hier überhaupt hin? Ich würde jetzt mal tippen, sie wird hier reinpassen, weil Basti und Marcel sich mit der Ansaugbrücke das garantiert so überlegt haben, dass sie hinpasst. Aber jetzt ist Folgendes, ich weiß einfach jetzt schon, falsch. Am allerliebsten hätte ich gar keine Servolenkung verbaut. Es gibt aber leider kein Lenkgetriebe für Nicht-Servo-Fahrzeuge. Weil es ist tatsächlich so, auch wenn man selber gar nicht merkt, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, dass die Nicht-Servo-Lenkgetriebe, wie zum Beispiel bei Marius jetzt im Golf, sollen eine andere Lenkübersetzung haben. Also theoretisch musst du mit einem Auto ohne Servolenkung viel weiter lenken, um eine Kurve zu fahren, als ein Auto mit Servolenkung. Kein Plan, ob es so wirklich ist. Fakt ist, den B5 gab es nur mit Servolenkung immer. Es gibt kein Lenkgetriebe ohne Servolenkung. Deswegen würde ich dann auch ganz gerne eine Servolenkung wieder reinbauen. Aber was mich nervt, sind zwei Sachen. Einmal der Behälter hier, dann die Pumpe da, Riementrieb, Leitung, Ölkühler, also jetzt nicht hier der Wagner Ölkühler fürs Öl, sondern hier sitzt so eine kleine Schlaufe normalerweise für die Lenkflüssigkeit, Servoflüssigkeit, weil diese drehzahlabhängige Pumpe, die über den Keilring mitläuft, pumpt dauerhaft. Pumpen, 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 pumpen. Die kennt keine Lastzustände, die macht immer 0 oder 1. Macht immer 1. 1 abhängig von der Drehzahl. Deswegen ist es auch bei ganz vielen Track-Tools das Problem mit so einer Servolenkung, dass die Servolenkung überkocht. Die kocht deswegen über, weil man logischerweise auf dem Track so lange in hohen Drehzahlen fährt, dass die Servopumpe die ganze Zeit hohe Drehzahlen hat. Und dieser kleine Kühler, der vorne dran ist, der ist halt nicht dafür ausgelegt, dauerhaft diese hohe Fördermenge plus Druck zu machen. So, das heißt, A, wir gewinnen Platz hier vorne, weil Pumpe weg. B, der Kreislauf bleibt immer zu. Das heißt, wenn wir das in diesem Video einmal fertig gebaut haben, muss ich den nie wieder aufmachen. Das heißt, mehr Leistung, weniger Wartung. Geiler Motor auszubauen, weil ich weiß, ich werde den Motor ein paar Mal ausbauen. So, dann kommt nämlich diese Opel-Pumpe ins Spiel. Die ist wirklich easy aufgebaut. Das heißt, hier oben geht wirklich einfach nur Flüssigkeit rein. Zack. Dann hat die einfach nur einen Rücklauf und ein Vorlauf. So, der Vorlauf ist der hier. Ja, da steckt tatsächlich, siehst du? Da sieht man mal wieder, wie diese Pumpe hatte ich ursprünglich mal schon gekauft für den Lambo. Und ich würde mal behaupten, da sieht man mal wieder, wie stark Hydraulikflüssigkeit ist. Weil dieser Gummipin, der da jetzt ein paar Jahre drin ist, der löst sich komplett auf. Echt? Ja, also außen bricht halt kaputt. Mhm. Und der Rest davon steckt jetzt hier gerade drin. Ich wollte gerade sagen, ist einfach nur ein Gewinde. Das werden wir jetzt rauskriegen, das ist kein Problem. Aber einfach nur Druckseite, Rücklaufseite. Entspannt. So, der Vorteil ist, diese Pumpe kann ich natürlich einfach regeln. Pluskabel, Massekabel, Pluskabel und hier noch ein paar Kabel. Die brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich brauche nur das Kabel, was sie anschaltet. Die ist allerdings theoretisch regelbar. Das heißt, die kann man über Geschwindigkeit schneller und langsamer machen. Also schneller und langsamer heißt, dass sie mehr und weniger Druck aufbaut, sage ich jetzt mal unter Vorbehalt. Also es macht schon Sinn, dass wenn man schneller fährt, die Servolenkung weniger Druck hat, dass man ein bisschen härter lenken muss. Ob das allerdings mehr oder weniger Druck bedeutet, ist eine gute Frage, muss aber eigentlich. Egal, auf jeden Fall ein Punkt, den wir hatten die Pumpe bei Marius im Golf auch drin, haben sie jetzt wieder ausgebaut, weil eine Sache hatten wir vergessen. Die zeige ich euch gleich mal an einem anderen Lenkgetriebe, da gehen wir gleich mal einmal hin. Original ist im Lenkgetriebe, im Einlass, ein Rückschlagventil. Das heißt, geht der Motor aus, bleibt die Servolenkung scheinbar unter Druck. Und das war das Problem, dass ich immer das Gefühl hatte, man will mit dem Auto losfahren und es dauert zu lange, bis Druck in der Servolenkung ist. Weil natürlich ähnlich wie bei einer Benzinpumpe, man macht Zündung an,
wenn der Druck komplett weg ist, muss der Druck erstmal wieder aufgebaut werden. So, und ich bin mal gespannt, ob das dann hier nämlich mit dem Rückschlagventil besser wird. Ja, das heißt eigentlich easy. Platz für die Pumpe finden, Vorlauf, Rücklauf, kein Kühler, gar nichts, kein Keilriemen, nix. Plus, minus anschließen, Thema Elektrik, kommen wir am Ende zu. Habe ich schon was vorbereitet, gibt ein geiles Video, könnt ihr euch drauf freuen. Da gehen wir dann vielleicht auch nochmal drauf ein, ob wir sie wirklich regelbar machen, aber es ist für das Auto Quatsch, weil ich brauche diese Servolenkung in diesem Auto nur genau in einem Moment. Das ist, wenn man rangiert, wenn man auf Trailer fährt oder wenn das Ding im Arsch ist und der Motor nicht läuft, kann man nämlich einfach Zündung anmachen und immerhin geht die Servolenkung, was nicht geht, wenn der Motor aus ist. Und jeder kennt es, mal durchs Fenster lenken, Katastrophe. Hier wirklich einfach nur Knopf drücken, Servo an und mit einem Finger das Auto rangieren. Der Abarth hat sie auch, oder? Nee, also ja. Allerdings beim Abarth ist es folgendermaßen, da ist das Ganze nicht hydraulisch, sondern der Abarth hat die Version, die ich am allerliebsten hätte. Der hat an der Lenksäule einen Elektromotor. Der hat wirklich an der Lenksäule einfach einen Elektromotor, der einfach das, was du mit der Hand machst, unterstützt. Das wäre noch cooler, hast du gar keine Flüssigkeit. Dann wiederum hast du aber deutlich mehr Drehmoment auf der Lenkstange, weil ja logischerweise die Kraft von der Lenksäule in das Lenkgetriebe reingeht. Und da sind wir uns nicht sicher, wenn man sowas auf ein Lenkgetriebe baut, was da nicht für vorgesehen ist. Weil hier geht ja der Druck in das Lenkgetriebe und nicht auf die Stange oben. Sind wir uns nicht sicher, wie lange so ein Lenkgetriebe hält, wenn man da so eine elektrische Lenksäule dran hängt. Genau, jetzt müssen wir einfach nur einen geeigneten Ort für dieses Gerät finden. Da gibt es jetzt nur mehrere Möglichkeiten. Man könnte die jetzt hier so hinstellen. Finde ich optisch nicht so geil. Weil irgendwie sind wir aktuell dabei, diesen Motorraum schön clean zu bauen. Auf der Seite würde es genauso gehen. Links, rechts geht nicht, da ist Ladeluftkühler. Achso, im letzten Video hatte ich gesagt, Thema Innenraum. Ich hätte das Ding gerne... Ich hätte den ganz entspannt hier gestellt. Hier. Wichtigste Utensil für unsere Standuhren. Also hier, warte mal, ich zeige jetzt mal die andere Seite. Ist einfacher zu filmen. Man könnte das Ding hier hinten einfach in den Seitenteil stellen. Ist aber einfach nur dumm, weil wir reden dann von 2x4 Meter Leitung, die durchs Auto geht, 2x4 Meter Flüssigkeit, die unnötig bewegt wird, heißt wieder mehr Temperatur, mehr Reibung, mehr Ärger. So, deswegen bin ich zum folgenden Schluss gekommen. Wir stellen die genau hier hin. Vielleicht so oder so oder so. Passt von der Höhe her genau, ist genau die Abdeckung drüber, ist genau die Mitte vom Fahrzeug, ist relativ in der Mitte vom Auto. Finde ich gut. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber der Eingang und Rücklauf vom Lenkgetriebe ist genau hier drunter. Ziemlich genau hier so. Okay. Das heißt, wenn du hier jetzt so durch die Seite filmst, siehst du hier zufälligerweise zwei Öffnungen. Ja. Da geht original die Wasserleitung in den Raum für den Wärmetauscher. Haben wir nicht mehr. Das heißt, da kann ich jetzt durchgehen und einfach Servo, Vorlauf, Rücklauf. Ganz entspannt. So, das heißt, in diesem Video geht es rum, wie macht man diese Pumpe da jetzt vernünftig fest. Die Pumpe hat vorgesehen, dass sie steht. Also 1, 2, 3 Gewinde. Diese drei Gewinde sind zueinander ausgerichtet. Das heißt, die kann sich nicht verspannen, weil sie gegeneinander sich abstützt. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendeine Art Halter, der da drauf steht. Und da habe ich mir überlegt, wir machen Folgendes. Erstmal nehmen wir hier diese Lightbox-Batterie raus. Dafür habe ich ja irgendwann mal gebaut, diese Halter. Die da so schon reinpassen. Und den Halter bauen wir jetzt einfach nochmal neu in geiler. Ich hatte erst überlegt, ob wir die Pumpe hier, also ob wir den Halter nehmen und die Pumpe hier einfach ranflanschen, ranschrauben. Macht aber keinen Sinn, weil der ist schon wirklich, also das ist wirklich Lightweight-Halter hier. Den würde ich schon gerne ein bisschen massiver bauen für die Pumpe, weil wir nutzen die drei originalen Verschraubungspunkte. 1, 2, 3. Das heißt, da müssen wir jetzt eine neue Platte für bauen. Achso, Thema Innenraum, ein letzter Punkt, den habe ich gerade nicht gesagt. Haben ein paar kommentiert, Thema Geräusch. Kann schon hardcore nervig sein, weil diese Pumpe macht so ein typisches... Ja, die hört sich an wie ein Rechner, der hochfährt. Also ist wirklich krass. Die macht wirklich... Also läuft wirklich richtig, richtig hoch. Und wenn das natürlich die ganze Zeit neben dir ist, stelle ich mir das auch nervig vor. Weil die läuft nicht dauerhaft, sondern die läuft jedes Mal, wenn du lenkst. Jedes Mal, wenn du lenkst, läuft die Pumpe dann wieder an. Wenn du einen Druck abfährst. Das heißt, sie sind selbstregelnd. Fällt der Druck ab? Geht die Pumpe an. So, nee, wir würden gerne handwerklich, haben wir in irgendeinem Video schon mal gezeigt, hier mal wieder unsere Kantbank nehmen und diesen Halter aus diesen Blechen einfach selber bauen. Das heißt, wir fangen jetzt als allererstes an und, achso, dann habe ich mir überlegt, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, bei mir kommen die besten Ideen immer beim Einschlafen. Haben wir hier noch so alte Alureste. Wir bauen jetzt Folgendes in diesem Video. Das ist der Batteriehalter eigentlich. Den werden wir nachbauen.
schieben die Batterie allerdings eher nach hier. Und am Ende sitzt hier noch dann die Pumpe neben. So, Vorlauf, Rücklauf auf einer Seite, das ist schon mal gut. Das heißt, ich würde behaupten, wir können die Pumpe so stellen. Was auch extrem geil ist, dass die dicken Kabel direkt neben der Batterie sind. Das heißt, wir brauchen auch nur so viel Kabel. Ich hatte nämlich lange überlegt, ob wir die Batterie in den Innenraum machen. Macht aber einfach gar keinen Sinn, weil die Batterie wiegt 2 Kilo. Die Kabel, die wir zur Pumpe, zu der Batterie hinlegen, werden mehr als diese 2 Kilo wiegen. Also es macht einfach keinen Sinn, die da wegzunehmen. So, wir schieben das alles maximal weit nach da drüben. Zack, so. Und bauen einen neuen Halter. Dann hatte ich beim Einschlafen die Idee, wie machen wir diese Pumpe hier fest? Über sowas denkst du nach beim Einschlafen? Ja, ganz krass. Ganz krass. Ich habe gestern Abend darüber nachgedacht, wie bauen wir diese Pumpe rein. Sonst, dann muss ich halt wirklich immer so die Projekte suchen. Und also Projekte suchen im Sinne von, man muss sich Sachen sagen, die mache ich heute fertig und die machen wir auch fertig. So, und dann hatte ich nämlich die Idee, wir nehmen einfach dieses 2 Euro eBay-Alu. Jetzt als Beispiel, wenn das hier jetzt gerade die Aluplatte unten ist, schneidet man das hier ab, kürzt die Seite schräg ein. Ich suche mal einen Stift. Eine Idee. So. So, kürzt die Seite schräg ein, übertrieben gesagt. Das heißt, wir schneiden am Ende nur hier rein, klappen dieses Blech nach hier hin ein und setzen da und da eine Naht drauf. In dem Moment haben wir quasi diese Anlagefläche passend dazu, bohren wir ein Loch rein, Einziehmutter rein, Schraube durch, fertig. Nee, Einziehmutter geht nicht, weil wir von so schrauben müssen. Da machen wir noch wieder so schöne Gummipuffer zwischen. Das heißt, nur ein Loch durch und von hier eine Mutter. Dieses Blech wird ungefähr hier stehen. Das heißt, hier sind dann 3 kleine Türme, wo das Ganze drauf kommt. Das sind hier 2 mm, das ist steif genug, dass das da drauf passt. Wird eine schöne Tüdelarbeit, aber wird geil. Hierfür bräuchten wir jetzt so eine geile Blechschere. Blechschere heißt so, wo du so auf Knopf drückst und dann macht es Peng und einfach wie so eine Blechschere. Das heißt, du kannst wirklich auf jetzt eine Pappschablone machen. Die Pappschablone überträgst du aufs Alu. Und anschließend gehst du wirklich nur in die Maschine und knibbelst so Fläche für Fläche weg, bis es so ungefähr aussieht, dass man dann nur noch mit der Flex einmal grob macht. Ne? So viel zur Theorie, jetzt kommt die Praxis. Attacke. Ich denke mal, wir brauchen, um den Halter zu bauen, hast du auch gerade piepsen gehört? Ja, schon, ja, zweimal. Schon dreimal oder so. Das ist so beim Schrauben jetzt die ganze Zeit hier aufgefallen, irgendwas piepst in die Ladenfolge. Piep Marie, ja, ja, ja. Das bin ich. Hört sich gefühlt so an, als wenn es im Auto piepst. Ich habe schon überlegt, ob ich da irgendwie einen AirTag drin vergessen habe irgendwann mal. Und hier irgendwo noch ein AirTag drin ist oder so, aber ich weiß nicht, egal. Ich denke mal, Zeitaufwand, um diesen Halter zu bauen, 3 Stunden. Hab ein geiles Werkzeug bestellt. 2 geile Werkzeuge. Werkzeug Nummer 1, so ein Knibbler, haben wir bei Marius am Unterboden schon benutzt, wo du quasi am Blech lang fahren kannst und der schneidet das Blech, so ein Blechknibbler. Und so ein Tiefziehwerkzeug, wo wir am Ende, weil wir werden ja natürlich eine große Platte haben, eine große Platte ist weder leicht noch stabil, da machen wir Löcher rein, aber zeitgleich zieht sich wie so eine Rosette rein. Und das macht es schön. Schön. Ja, alles gut. Eine Tulpe, eine Rosette, wie auch immer. Das machen wir jetzt. Okay. Ich besorge erstmal Pappe. Wir blenden mal einmal, eigentlich wollte ich gerade zum Lenkgetriebe gehen, das lassen wir. Wir machen einfach nur gleich ein Foto. Ich blende euch mal Eingang, Ausgang vom Lenkgetriebe ein. Das liegt oben, bis wir da sind. Dauert das zu lange. Und hier könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Zieht euch mal das Gerät rein. Weißt du, was es ist? Das ist ein Catch-Tank vielleicht? Na, fast. Das ist eigentlich bei einer Trockensumpfschmierung, heißt ja, wie der Name schon sagt, Trockensumpf. Das heißt, in der Ölwanne unten ist kein Öl mehr. Das wird dauerhaft abgesaugt und das Öl von dem Motor ausgelagert. Und das ist der sogenannte Tank dafür. Das wäre mein zweiter Tipp. Ist aber trotzdem korrekt, weil es ist zeitgleich auch noch ein Catch-Tank. Aber eigentlich ist der Hauptöltank. Aber das seht ihr in einem Video. Okay, let's go. Also wir haben jetzt unseren alten Halter. Der war übrigens auch schon in 2 mm. Deswegen habe ich jetzt mal schnell mal vom Schweißtisch das 2,5er geklaut. Das war der Halter. Den haben wir jetzt einfach erstmal übertragen. Dann hatte ich gemessen, 12 cm haben wir mehr zur Bremse, 4,5 nach links hin, weil die Batterie rüberwandert. Und wir brauchen nochmal 5,5 für die Bördelung hier. Das heißt, das Ganze sind nach da verschoben. Jetzt nehmen wir hier unseren schönen Knibbler. Ist wirklich nur so eine Nase, die da so durchgeht. Keine Ahnung, ob die 200 mm Alu können, aber
Wir gucken dann einfach mal. Die wird komplett logischerweise einen Streifen rausdrücken. Das heißt, wir müssen an der Kante schneiden. Geht durch die Butter. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Trick gibt. Der Marius reißt da mal dran. Wie man das nicht so? Ja, ich wollte jetzt mit dem neuen Werkzeug nicht gleich reißen. Sieht sündhaft teuer aus, war es aber gar nicht. 100 Piep Euro. Also wenn ich jetzt überlege, wie lange ich hier mit der Flex langflexen müsste, muss ich schon sagen, dass das cool ist. Und dazu macht es nicht mal Dreck, ne? Ja. Das kommt auch dazu. Kann ich hier für H&R noch Federn bauen heute? Boah, also ich mag das Ding schon. Weil Stichsäge ist immer übelst laut und Flex macht übelst viel Dreck. Grüße an Pierre, gehen übrigens raus hier, keine Angst, ich mach dann praktisch heute Abend sauber. Ja, das ist ein bisschen tricky. Jawohl! Okay, so. Ja doch, aber merkst du so schon. Was war das denn? Ist natürlich lightweight, ne? Oh jo. Aber klar, ne? Fehlt ja auch die 80% der Fläche. Aber die Servopumpe ist natürlich nicht ohne. Aber krass, Alter. Einmal gerade mal fertig, ne? Das geht schon. Also ich sag mal so, mit der Flex macht man es auf jeden Fall nicht viel besser. So, dann müssen wir jetzt hier hochkanten. Das heißt, die Seite muss nach oben. So, ihr werdet euch jetzt gleich wundern, warum ich das hier zu kurz habe. Das ist mit Absicht so, weil das Blech hing so ein bisschen so. Die Seite muss 10 mm höher. Machen wir die jetzt hier 10 mm hoch. Dann gehen wir mal zur Kantbank. Wobei, wir machen das anders. Wo Marius hier ist, kann ja mal die Kantbank schleppen. Fällt das eigentlich auf, dass wir immer am Film sind, wenn es draußen dunkel ist? Mein Highlight war übrigens, ich habe das Ding heute Morgen mit meiner Frau ins Auto gestellt. Weil die noch bei der Hallenauflösung in der Garage war. Okay, ne? Jetzt gibt's erstmal hier eine Spax-Bike oder ein Packtisch. Was sagst du? 2,5 Klammer? Weiß ich nicht. Optisch würde ich hier gerade mal so 0,8 zutrauen. Nein, es geht schon. Wenn man es geklemmt kriegt, wird es schon gehen. Problem ist eher, dass einer wird gedrückt halten müssen hier, damit es. Hey, geklemmt werden das 2,5 kriegen, oder? Ja, zum Glück müssen wir hier verdrehen. Das wird Watson auf jeden Fall feiern, dass wir aus der Fläche noch ein Blech bauen hier, ne? Warte mal, noch hätten wir sogar die Variante. Noch können wir sogar eine schöne Seite nehmen. Genau. Von der Theorie her. Ja. Aber jetzt mal getan. Ja. Für, ich weiß nicht, ich glaube 120 Euro netto oder so. Ohne Akku, muss man dazu sagen. Wie lange er dein 2,5er wegkaut. Also ich will es jetzt erstmal verstellen, damit man überhaupt in diesen Exzenterbereich kommt. Damit er überschnappt, ne? Mhm. Brutal. Drei verschiedene Gewinde an einer Verstellung. Okay, jetzt haust du einen raus hier, ne? Nee, das ist der einzige 17er, den ich da jetzt, aber das ist angekommen, ne? Das ist 18. Na gut, das passiert übrigens, wenn man Alex als Freund hat. Jetzt vergoldete Schlüssel. Kann man es per Hand bringen? Ne, natürlich nicht. Warte mal, das heißt, wir müssen es auseinander, ne? Würde ich sagen. Tuning! Ist doch kein Problem mit drei Schlüsseln für eine Schraube. Ich lachen muss, kann ich auch nicht zu. Keine Angst, wir stellen das jetzt gerade nur fürs Video ein. Man könnte jetzt auch einen Messschieber holen, das ist jetzt einfach nicht noch ein bisschen zu. Noch ein Druck? Niemals würden wir hier für diese eine Kantung den Spalt einstellen. Fast wie Ventilspiel einstellen hier. Ah, reicht. Ja, reicht ist die Sache. Es kann also passieren, dass beim Kanten durch wieder hochgeht. Also wieder aufgeht. Nee, das ist einfach jetzt gleich so weg. Ja, so vom Durchschieben. Weißt du? Nee, das nicht. Die Unterwagen kann man nicht verstellen. Ne? Nee, nee. Die Gras ist natürlich jetzt des Todes. Egal, machen wir. Die ist immer fest so. Junge. Boah. Alter. Okay, wir müssen doch zusammen. Mhm. Muss 90 Grad werden, oder? Ja, es muss 90 Grad werden, aber das Problem ist eher. Das meinte ich gerade, du quetschst es jetzt da gleich ein.
Genau. Also es wird eher so, dass man mal genau hinguckt, sieht es fast so aus, als wenn wir es schneiden. Ne? Ja. Also wir können es probieren, vielleicht drückt es sich so ein bisschen gegen. Ja, okay, aber das heißt ja, theoretisch müssen wir es höher stellen. Nee, das beeinflusst du ja damit nicht. Du müsstest ja die Unterwange nach unten stellen. Oder so ein bisschen raus. Also, hier, ne? So erinnerst du bei den richtigen Kantbänken im Liegeradius. Also und das kannst du halt nicht verstellen. Das heißt, wir können jetzt nur kanten. Entweder geht es oder es bricht. Also eigentlich müsstest du die mal Phil geben und der soll dir hier mal einen Millimeter runterfräsen. Weil wir kannten ja eher, ja, wir kannten ja kein 06er oder so. Die ist halt hier für Spielzeug. Blech, ne? Ja. Ja. Hört schon. Ja, es ist 18. Haben wir jetzt noch einen Start. Ja, ich hab doch eigentlich gerade 18 geholt, dachte ich. Verarschen? Ja, theoretisch müsste ich was gehen. So lernt man also. Warte, warte. Ja, krass. Ja, schaffst du nicht. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Frage ist halt, ob wir jetzt einfach gleich die Dinger verbiegen. Das ist sowas gibt es nur in der Nagel als Gardinenstange. Jawoll! Alter, was ist das Vorschlag hier? China-Stahl! Ja, das ist nicht zu weit. Nee, kommt hinten auch ein bisschen hoch. Boah! Okay. Aber tatsächlich schon zu weit gebogen. Ja, kannst du jetzt nur hier gegen eine Kante legen und Kunststoff mal ein bisschen. Aber 2,5 ist halt einfach 2,5. Ne? Ne, ich mach hier. Boah. Passt. Die Kantbank im Arm hier. Ich mach den einfach mal ein. Spannst du mal schön rein. Ja, hier sieht man jetzt einfach, was Marius gerade meinte. Weißt du, es steht ja schon über die Kantfläche logischerweise raus. Das heißt, eigentlich müsste der jetzt gerade hier weiter weg. Ja, also oder kürzer. Ja, entweder kürzer oder halt einstellbar in die Richtung so. Wobei er sogar geschliffen ist. Mal einstellen kann man hier. Egal, hat seinen Zweck für uns auf jeden Fall erstmal erfüllt. Planen wir das Ding noch ein bisschen. Ja, das passt mal genau hier. Voll Länge her. Jetzt müssen wir wieder 4,5. Von der Seite. Okay, und jetzt ist der erste Versuch schon in Ordnung. Nicht? Weil gar nicht dran gedacht, dass. Ich habe einfach die Kante genommen, 4,5 dran gemacht, aber das hier sind sogar noch mehr als 4,5. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt 4,5 nehme. Also jetzt die 10 mm war gewollt so, dass es flacher ist, aber es sollte, ja, wir müssen natürlich aufs Loch kommen. So, jetzt könnten wir so einen Zenti machen, dann müssen wir es hier aber definitiv mal neu schneiden, weil es hier dann zu lang ist. Und hier wird es dann vom Loch her auch schon eng. Ja, schade, aber immer ein bisschen Blech. Dann probieren wir es nochmal ein bisschen. Später. Nächster Versuch, einen Zenti hinten mehr dran gelassen. Aber machen wir es mal nicht zu weit. Hoffentlich. Kannst du ja mal von der Seite so gucken. Das hier geht noch weiter. Weiter. So ein bisschen Hebel immer ausmacht, ne? Noch ein Ticken weiter. Nochmal. Nochmal. Wenn zu weit, können wir nicht zurückspulen, ne? Ja. Das kann Video schon einnehmen. Ja, minimal noch. Jetzt sind wir knapp unter 90. Ja. Ja, noch ein Ticken zu wenig, ne? Lieber zu wenig als zu viel. Ich drücke einfach Steuerung Z. Vorspulen. Und jetzt sieht man zum Beispiel, dass auf der Seite hier weniger ist. Jetzt will ich mal gucken, ob das mit dem Einspannen zusammenhängt. Oder mit dem Drücken. Und hier war auch eine Biegung in der Mitte, ne? Das liegt euch am Hebel. Meinst du am Hebel? Weil ich habe ja mit links weniger Kraft als mit rechts. Nee, ich meine jetzt liegen wir da rein.
Meinst du nicht? Dass 2,5 einfach ein bisschen viel für ihn ist. Guck jetzt mal, wenn ich nur rechts drücke. Auch kann ich aber nur rechts, ne? Das ist möglich. Ja. Jawohl. So. Jetzt wieder 4,5 von hier. Also, wir brauchen theoretisch die Batterie noch nicht anzeichnen. Das machen wir dann. Weil der 2 mm so instabil, dass man den so. So, erster Versuch. Objekt der Begierde. Alter. Ah. Geht, ja? Ja. Na klar, wir haben natürlich ein bisschen geschummelt, weil wir hatten halt das Musterblech, damit geht das natürlich einfach. Aber der Plan ist so. Azubi Power, 23 Uhr, der Herr ist aufgestanden. Die Schnauze. Soll das heißen hier? Oh. Guck mal, er kommt rein und stöhnt schon wieder rum. Ne? Ja. Eine Aufgabe. Oh nein. War hier. Also besonders gerne so eluxiertes U-Profil von eBay schweißen. Ja, darunter schlafen wir was. Nein. Nee, wir brauchen hier nur so kleine Tümpchen. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Ein kleines Atümchen? Atümchen, ein Türmchen. Achso. Türmchen brauchen wir. Oh, Alter. Tragendes Teil, ne? Kann ja eigentlich wieder was rausschneiden. Gab's doch nicht so ein kleines Alter für? Ja, das ist nur so klein. Achso, weil noch was anderes raussetzt. Weil hier jetzt die Servo-Pumpe neben kommt. Ah. Was ist denn ein Servo? Opel. Die Elf von Marius? Habe ich bei Tim aus seinem Daily ausgebaut. Nein, das ist die hatte ich damals für Lambo schon gekauft. Okay, ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt ganz easy. Ja, Mensch, das ist Plastik. ich hatte die Hoffnung, dass wir die drei Verschraubungspunkte nehmen können. Können wir aber nicht. Also die Stellen sind leicht schräg. Ich bin ja immer so ein Typ, der nichts schräg stellen kann. Das muss schon wahr sein. Doch, wir müssen aber schräg stellen. Weil wir dann auch mit den Leitungen hier besser rauskommen. Mhm. Kaum ist er da, schon wieder nur am Rumrollen, ne? Du bist doch der Größensymmetrie-Typ, Alter. Ja, und sieht das einer am Ende, ne? Natürlich. Ja, wer denn? Du. Da ist eine Abdeckung drüber. Ah, okay. Ja, aber guck mal, ich muss mit den Leitungen da drunter durch. Und hier ist ein Ausgang und da ist ein Ausgang. Was bietet sich Besseres an, als da so durchzugehen? Deswegen. Und so können wir hier einen Turm bauen. Da einen Turm bauen und da einen Turm bauen. Maschallah, ne? Alter. Sie ist auf jeden Fall schon so alt, das habe ich am Anfang des Videos gesagt, dass sich die Servoflüssigkeit so krass, dass der Stopfen sich auflöst im Gewinde. Habe ich nur angefasst, ist er ausgefallen. Also der Rest steckt in dem Gewinde drin. Okay, also Batterie muss maximal nach hinten, um die. Maxi. 23 Uhr tut uns nicht gut hier. Batterie maximal nach hinten. Batterie maximal nach hinten. Und Pumpe daneben. So, jetzt als nächstes brauche ich schon. Ja, natürlich auch brauche ich. Bin gleich wieder. So, zurück zum Thema. Die Pumpe muss natürlich maximal auf den Boden. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder die Höhe messen, wie viel Platz wir da haben. Weil ich will die Pumpe nicht auf dem Boden stehen haben, sondern die soll auf dem Teil hier stehen. Da haben wir 5 cm, das kann man sich merken. Okay. Also zurück auf die Werkbank. Leute, wir gehen ins Rennen. Nur damit wir mal zeigen können, was so geht. Ja. Wiegt gar nicht. Ja, 100 Gramm ungefähr. Aber auch nicht so viel mehr. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du es in der Hand hast, hätte ich gedacht, das ist mehr. Als ein halbes Kilo. Klar, ist halt nix. Ja, okay. So, aber hier können wir ja am Ende noch durchmassieren. so, jetzt habe ich hier erstmal eingezeichnet, wo die Batterie ist. So, jetzt können wir uns das Ganze hier nämlich mal zurechtrücken. Das Spielzeug. Mein Plan war, wir nehmen das U, schneiden das schräg ab, kanten es um, machen eine Naht, dass wir hier ein schönes Türmchen haben zum Verschrauben. Da ist ein Gewinde drin. Ja, also ich würde mal behaupten, die 10 mm, die werden wir schon irgendwo haben. Was hatte ich jetzt gesagt? Ich hatte gesagt 5 cm. Ey,
Man lässt immer das Werkzeug da liegen, wo man es nicht braucht. Also, wir haben jetzt hier zur flachesten Stelle 9,5 oder sagen wir 9,7. Wir können die Pumpe 5 durchschieben. Will mal aufschreiben. Jetzt ist mein Plan. Wir brauchen die Parkset. Wusste ich. Ne, steht da. Achso. Also, 6,1 schneiden wir ab. Dann schräg auf 4,7. Seitlich ausschneiden. Wenn wir das dann allerdings runterklappen, reicht es nicht. Sehe ich so schon, das ist zu kurz. Also müssen wir länger abschneiden. Mach doch einfach erstmal ein Probeding zum Einklappen und dann kannst du einfach immer noch davon absägen. Brauche ich nicht. Ich würde sagen, wir machen mal 7. Schneiden uns mal 7, ne? Erstmal ruhig die Parkzeit. Ich überlege jetzt noch eine Sache, können wir uns... Falsch rum. Eine Sache können wir uns noch... Genau, falsch rum. Und immerhin passt du auf. Wenn ich das natürlich so absehe will, können wir das nicht runterklappen. Aber ich hatte auch gerade überlegt, das ist falsch rum, weil das wird ja so richtig kacke, da wieder eine Schraube reinzukriegen. Mhm. Also es wäre schon cooler, wenn es so rum genau. offen ist. Dass du die Auflagefläche da hast. Ja. Alter. Boah. Was ist so technisch jetzt mal hin? Ja, ich hab hier noch einmal einen Schleifbock. Also die Lösung für unsere Kanban-Problematik gefunden, Philipp. Ja, hier? Guck mal hier oben. Sind exzentrisch. Kann man theoretisch nach hinten schieben und dann ist der Platz ums 2,5er zu kanten da. Ach so, hier hinten. Guck mal, eine Schraube drin, ne? Ah, jo. Ha. Und Schleifbeuland wird Kantland. Kann man verstellen, aber diese exzentrisch ist von hinten im Handtuch. Und dann kannst du quasi den kompletten Tisch. Ah. Ja, wisst ihr. Müssen wir nochmal neu bauen, ne? Man hätte auch mal den Rohrstand mal so gehen gucken können. Ich kann gar lesen. Kann gar nicht lesen. Multitalking-Schleiflamm. Zehn Zirkels. Eingeflext, umgeklopft. Alter, sieht so, ja, bitte passt nicht ganz, aber den nächsten machen wir besser. Nein, wo, willst du mal testen, ob das schweißen wird? Mhm. Das müsste so halb verschweißen am Ende, so in der Richtung. Ja, wir trennen das hier auf jeden Fall nochmal so ein bisschen ab. Ja, ja. Die am Ende kommt die. Halb verschweißen macht Tommy hier immer nur. Man hätte es auch kleben. Schalten wir jetzt erstmal hier die Maße von dem Gerät auf. Okay, mal weg. Was hatten wir? Wir hatten 70 gemacht und das passt auch tatsächlich genau. Das ist 20 oder was genau. 70 und, also ne, die Maße hier plus 70. Okay. Ja, du willst jetzt hier mal ein bisschen löten, sagst du? Oh, ja, aber es hat noch Zeit. Ich muss erstmal alles aufbauen und freiräumen und... Das ist halt das Problem, wenn du erst um 23 Uhr kommst. Dann. Nächstes Mal komme ich noch später. Ja, das Elektrier, der lässt sich ja so richtig schön schweißen. Alter Junge. Spritzt ja gar nicht. Ja. Alter. Ja, Philipp! Guck mal, guck mal die Nadel an, Alter. Ja. Brutal, ey. Danke für nicht. Danke fürs Enteloxieren. Ist schwer. Jetzt müssen wir als nächstes hier unten irgendwie ein Loch reinmachen, damit wir die passend anschweißen können. Wir haben jetzt natürlich leider keine 100er Bohrkrone am Start. Das ist bei Alu allerdings nicht ganz so schwierig. Jetzt sehe ich eine Sache natürlich, wenn wir den hier... Also ein Glück haben wir 2,5er gemacht, weil das wird natürlich schon ziemlich dünn hier. 100er Bohrkrone, nichts am Start, aber dann bohren wir einfach einzelne Löcher. Alter. Ausgebildet. Ja, guck, siehst du, also bist du eingezeichnet. Was ist das für ein Durchmesser? 100. Voll, ja, vor allem hat auch genug gesagt. Machen wir noch ein bisschen. Ab dieser Platz. Mein Lieblingswerkzeug. Jetzt geht's los, CNC-Kästchen. Dann geht er ein bisschen durch. So, muss ich jetzt auch nochmal blank nach dem Fall schweißen? Ja, aber hier.
Erik. Ja, dann fangen wir nämlich aber mit einem hier an. Erst dann die Loch einbauen und verschrauben, dass ich einen Fuß machen kann. Ja, ich kann es auch bohren. Dann hast du das schon mal mitnehmen nach vorne. Mit Pumpe? Das ist auf jeden Fall mal wieder so ein Teil, was man, wenn man es am Ende fertig gebaut hat, einfach sagt, geil, ist geil geworden. Genauso wollte ich es haben. Und man macht sich noch ein paar Mal. So, also, wenn wir jetzt gleich festgestellt haben, dass alles passt, machen wir das Ganze optisch noch schön. So, das heißt, der Kragen, also unsere Gummilagerung bringt da natürlich nichts, wenn die Pumpe unten auf Knirsch drin ist. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen größer schleifen. Aber jetzt war es halt perfekt, dass es so ist. Weil es hält halt so schön. Alter, diese Kabel an der Pumpe, ne? Tada! Hier direkt mit Leitung raus. Wir bauen das natürlich gleich nochmal einmal ein. Sieht voll stabil aus. Aber ist tatsächlich schon ein bisschen leichter geworden. Ja, und jetzt werden wir dann final das Ding noch ein bisschen hübsch machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier so eine Kontur reinbringen. Dass es da ein bisschen leichter wird. Okay, hier können wir nicht mehr viel wegholen. Das ist schon... Aber das ist halt das Coole bei 2,5, dass selbst die Ecke noch steif ist. Ne? Mhm. Dafür, dass eigentlich noch die über Dinger steht. Kriegt man 2,5 mit dieser Presse kaputt gedrückt, die du da bestellt hast? Kann ich dir noch nicht sagen. Okay. So, jetzt checken wir es noch einmal im Auto rein. So, das sieht mir jetzt mal an. Ahoi. Guck dir das an, Tom. Performance. Und das erstmal jetzt noch schwarz ist. Hier nochmal ein Tümchen weg. Ohne mehr kannst du wollen. Ja, ich mach da noch alles Leichtbau. Hier, ich passe das der Kontur hier an. Ah, Alter. Das zeichne ich gleich alles an, da geht da in der Mitte noch was raus, da bleibt nicht viel über. Das ist brutal. Neuer Tag, neues Glück, heute geht's weiter. Elektrische Servopumpenhalter, Version, weiß ich nicht. Soweit ist der Stand. Ich habe gestern Abend noch alleine ein bisschen weitergemacht, habe zumindest die Seite hier schon mal von überschüssigem Material befreit. Habe hier noch mal ein bisschen was weggenommen, hab da was weggenommen. Jetzt gucken wir noch einmal, ob das Ding passt, weil heute kam nämlich Post an, aber da gehen wir gleich noch rein. So, also, als allererstes, hier ist übrigens die Öffnung, wo die Servoleitungen dann durchgehen. Sieht man jetzt auch mal ein bisschen besser. Und dann geht der Gerät hier so rein. Klipp. Kann ich schon mal gut sehen, ne? Jetzt kommt allerdings das Entscheidende. Der Pumpengerät. Klick. Mit Absicht noch keine Löcher gebohrt, weil so können wir nämlich noch ein bisschen die Position beeinflussen. Aber sie liegt so komplett an. Kommt noch der Gerät davon. Zack! Schon ganz schön eng geworden jetzt am Ende. Also das war schon wirklich, sie passt wirklich genau nur in den Winkel da rein. Weil jetzt kommt die nächste Sache. Bitte mal jemand. Das muss natürlich dann noch zum Rest passen. Weil ganz wichtig bei so einem Auto ist ja, dass da am Ende diese Abdeckung drauf passt. Und selbst die passt genau. Ich habe ehrlich gesagt nicht getestet, ob die Haube zugeht. Aber der Zenti, den Zenti, da werden wir schon haben. Oder? Ja. Hat was, ne? Finde ich auch. Übrigens ultra praktisch, man kann nämlich tatsächlich das Ganze hier oben, die Schelle losmachen und kann den komplett verdrehen. Der ist exzentrisch hier. Also, kann ich nur empfehlen. So, da ist dieses Video, aber darum geht, dass wir handwerklich mal was machen. Habe ich noch eine Sache, die würde ich euch gerne zeigen. Ich habe sie nicht ausprobiert. Ich bin aber guter Dinge, dass es funktioniert. Und zwar... Klug. Wie ich mich schon darauf freue, diesen Kabelbaum einfach abzuschneiden. Weil, ne? Viel kürzer geht halt auch nicht. Wobei, ne, so kurz geht es auch nicht, weil ist ja noch, muss ja noch Sicherung und so zwischen, ne? Stellen wir da rein. Also, letzter Punkt. Also, ist schon deutlich leichter geworden. Aber für die Optik, beziehungsweise einfach nur, weil ich es cool finde, haben wir hier was bestellt. So, 150 Euro eBay, wie man in den Karton schon sieht. Hydraulic Punch. Oh, ich habe es immerhin schon mal auf Vollzähligkeit überprüft. Ah, jetzt besonders cooles Geräusch bleibt. Das ist halt keine Qualitätsverpackung, das muss man schon mal so sagen.
Und was macht dieses Gerät? Dieses Gerät macht Folgendes. Hier ist ein Hydraulikstempel und dieser Hydraulikstempel zieht dieses Teil durch das Blech. Seite Nummer 1, Seite Nummer 2 und am Ende haben wir ein Loch drin. So, eigentlich dachte ich, dass wir nicht nur ein Loch haben, sondern dass wir auch ein bisschen so eine Art Form hinkriegen. Also wie eine Vertiefung. Warte mal, ich muss kurz mein Telefon holen. Da haben wir das Gerät. 181 Euro? Ne, haben schon wieder teurer gemacht. Haben sie doch hier vor Black Friday mal schnell den Preis angezogen. Ich habe noch gezahlt 151. Ja, typische Chinesen, kaum kauft es einer, wobei, ne, ist sogar ein deutscher Markt. Also ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das nicht nur ein Loch wird, sondern dass da am Ende auch so eine leichte Tulpe über rauskommt. Hm, okay, egal, jetzt ist es hier. Also prinzipiell geht es eigentlich darum, dachte ich, dass wir nicht nur ein Loch machen, also das Ding da nicht nur einfach so durchziehen, sondern währenddessen auf der Gegenseite auch eine leichte Tulpe erzeugen. Ich wollte das jetzt gerade da vollkommen selbstverständlich da testen. Das werden wir jetzt allerdings nicht tun, weil ich natürlich mein über Stunden gebautes Blech nicht kaputt machen will. Deswegen nehmen wir einfach das Blech hier. Warum das Ganze? Weil normalerweise Loch und gleichzeitig so eine Tulpe ziehen, bringt halt einfach, wie ein gekantetes Blech, bringt halt einfach Stabilität in das Blech rein. So, jetzt müssen wir diesen Durchmesser hier einmal bohren, weil das da durch muss. Das ist wieder geil. Guckt euch das mal an. Before the hole opens, drill the 11,5 mm Engine hole. Das sieht mir aber nicht nach 11,5 mm aus. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Ding da durch 11,5 durchkriegen soll. Okay, ja. Ich hole mal einen Akkuschrauber. So. Wir wollen einfach mal hier ein Loch durchziehen. Für so Riesenlöcher empfehle ich übrigens immer so einen Zapfensenker. Wobei ist kein Zapfensenker, ist ein Kegelsenker. Weil der wirklich da echt viel durchgeht. Das ist nicht mehr CNC-Käst, sondern Drehbank-Käst. Nee, ist einfach Alu halt, ne? So. Und jeder kennt es, 20 mm kriegst du in so einem Futter nicht eingespannt, ein Bohrer. Die können meistens nur 10, manchmal 12 mm. Deswegen so geht das immer am einfachsten da durch. Aber jetzt bin ich echt mal gespannt. Was brauchen wir? So, der Eumel wird hier reingedreht. Wir tun mal so, wäre das dann ungefähr unser Durchmesser, den wir jetzt zweimal draufkriegen würden? Ja, ne? So, jetzt kommt der da hin. So, und jetzt wird der hier gleich, hoffentlich, ich habe es wirklich noch nicht getestet, kein Spaß jetzt gerade hier, könnte jetzt gleich eine Riesensauerei geben. Der fährt jetzt hier raus und dabei zieht er auf der Seite das Ding da durch. Warte, wir sehen, es tut sich was. Also es geht wirklich durch wie Butter, das hätte ich gerade nicht gedacht. So. So. Das war easy. Also ich würde auch mal behaupten, das Ding schafft doch locker 5 oder 8 mm. So einfach ging das hier durch 2,5 gerade durch. Okay. Ist jetzt schade, weil ich hätte gerne Tulpe gezogen. Weil das Problem ist, ich kann jetzt natürlich hier stumpf einfach 2 Löcher reinmachen, aber dann verliert das Ganze natürlich an Stabilität. Die Pumpe wiegt ja schon ein bisschen was. Das heißt, ich fände es eigentlich schon geiler, wenn wir hier das so tief ziehen. Das kann ich euch heute allerdings nicht zeigen. Muss ich nämlich wieder noch ein anderes Werkzeug verkaufen. Das Werkzeug haben die Jungs von Holy Hall übrigens, da habe ich es auch schon ein paar Mal gesehen. Andererseits ist das hier 2,5. Wenn wir hier 2 Löcher reinziehen,
Ah, kennt ihr das, wenn man es einfach fertig machen will und keinen Bock hat, jetzt wieder was zu bestellen? Es ist einfach bei Werkzeug, man kann nie genug Werkzeug haben. Ist einfach so. Weil ich hätte nämlich nach unten hin Platz, eine Vertiefung reinzuziehen. Von der Theorie her ist es hier verschraubt, es liegt da komplett auf, die Batterie. Hier brauchen wir die Stabilität eh nicht, weil die Pumpe ist hier. Können wir machen. Machen wir einfach. Machen wir! Würde ich einfach mal sagen. So, wir sind auch mal so frei und wenn der Messschieber lang genug ist, ist er tatsächlich, machen wir genau die Hälfte. 155 sind 77,5. Ja, Messschieber anreißen soll man nicht, deswegen für euch. Dann gehen wir das Ganze mal. Deswegen machen wir das mal. Hier liegt einer. Ah, easy. Präzisionsmessung. 21,5 sind also 10,8. Alter. Hier ist schon mal die Mitte. So. Von der Mitte. Boah. Das sieht gut aus. So können wir das machen. Kennt ihr das, wenn der Zollstock falsch rum ist? 5,5 und bei 11. Tschung mal, das wird wieder ein elendig langes Video, ne? Oder? Ja, ich glaube, wir sind jetzt gerade schon so bei 35 Minuten. Ach so, ja. Ah, 35, das ist auch für uns noch. Fühlt sich wirklich schwer, dass es zu kurz ist. Jetzt klung falsch gebohrt. Auf den letzten Metern. Natürlich, eigentlich müsste man kleiner vorbohren, aber bei Alu. Alu verzeiht ja zum Glück recht viel. Leider wieder die Zwillinge. So. Sollten wir jetzt hier das ganze Blech verziehen und alles gleich krumm sein, dann werdet ihr mich das erste Mal erleben. Ich habe nur schreiend weglaufen. Okay. Alter. Stumpf. Das wäre es jetzt, nur einen geschafft. Kann das irgendwie... Oh nee, das war gleich schon ein Anschlag, wir hätten es nicht ganz rangedreht. Nicht das, was jetzt gerade stumpf gedrückt haben. Die Spitzen. Ah. Hami! Also, es ist überhaupt nicht schlimm gewesen, dass wir nur Löcher reingemacht haben, weil 200 mm Alu ist immer noch so ultra krass stabil, da geht wirklich gar nichts. Also das Ding ist so jetzt schön geil und funktionell. Pulvern, einbauen, glücklich sein. Eine organisatorische Sache noch, wenn das Video online geht, sollte morgen Black Friday sein. Das heißt, es gibt natürlich bei uns in allen Online-Shops Rabatten. Und auf eine Sache wollte ich noch aufmerksam machen. Wir haben noch unsere Blackbox. Inhalt bis heute nicht so bekannt, sind wirklich coole Klamotten drin, lohnt sich. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch eine Box mitnimmt. In diesem Sinne, bis zur ersten Motorshow oder bis zum nächsten Video. Ciao.